So, ja, ich möchte mich bedanken bei der Firma Wacker. Und zwar am 23. August 1978 bekam ich auf meine Bewerbung 5912, also Nummer, eine Antwort. Und zwar: Sehr geehrter Herr Stallbauer, wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 14.02.1977. Und teilen Ihnen mit, dass sich in unserem Werk Burghausen bis heute noch keine Einsatzmöglichkeit ergeben hat und wir auch in nächster Zukunft keine entsprechenden Stellen zu besetzen haben. Ihre uns überlassenen Bewerbungsunterlagen reichen wir Ihnen zu unserer Entlastung zurück. Für Ihren weiteren beruflichen Werdegang wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg. Mit freundlichem Gruß, Wacker Chemie GmbH, Werk Burghausen, Personalabteilung, und zwar ein H. Strasser und ein G. Winnefeld haben das geschrieben. Anlage, ein Lebenslauf und Zeugniskopie. Ja, diesen Schreiben da. Und da möchte ich mich ja eigentlich bedanken für diese Ablehnung, denn das war sehr gut, weil ich habe mich ja für einen künstlerischen Weg dann entschieden. Vom Steuergehilfen bin ich dann zum Maler, also Musiker, Maler und jetzt Filmemacher auch geworden. Und ja, darum möchte ich mich bedanken für dieses Schreiben, weil ich ja meinen Traumberuf gefunden habe. Schauen Sie, und hier befinden wir uns bei mir in einer meiner Malräume. Das ist ein Bild von Hanna Lederer. Hier im Hintergrund Gerd Polt und ja, ach, es gibt so viele Sachen, die ich noch malen will, und ich bedanke mich noch mehr. Vor allen Dingen darf ich mich beim Dr. Alexander Wacker persönlich, auch er hat sich für sein Büro damals 1996 ein Bild ausgesucht und gekauft. Da war er dann 46 Jahre alt, ja, Wahnsinn. Und jetzt bin ich 71. Tja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen leben darf, und ich danke für die Hilfe. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer, hier habe ich diese Bildskulptur von der Anna Liederer und der sogenannten Ringschirmtante. Das ist ihre Silhouette, schau. Und so war sie immer zugange in Burghausen. Ja, ich habe sie gemalt. Immer wieder mal ist die und die Ringschirmtante. Ja, die Anna Liederer hat sie geheißen. Ja, ist ein großes Thema in meinem Leben geworden. Und dass ich eigentlich immer wieder mal neu sehe und in neuer Form male oder verfilme und so weiter. Also, und ja, dieser Film ist jetzt zu Ende, wird aber fortgesetzt mit weiteren Bildern und Gemälden, die ich euch zeigen will. Also, servus. Und wer was kaufen will, der darf ruhig vorbeikommen zu mir. Gell?